Zepp Oberpichler, Jürgen Kassel, Jürgen Kassel, Zepp Oberpichler, ein neues Buch, Harzland. Jo. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Ja, das Buch Harzland zeigt ja das Ruhrgebiet in schwarz-weißen Zeiten und präsentiert damit eine Herzensangelegenheit von uns beiden. Und unterm Strich ist es immer so, dass der Jürgen halt Fotos gemacht hat, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und ich habe zu jedem Bild halt einen Text geschrieben. Und daraus ist dann so ein Buch entstanden. Das wäre hier mal kurz, aber geheim. Ne? Alter Schwede, ist das geheim. Und ist toll. Also man sieht jetzt schon einen Traum. Muss man haben, sag ich mal. Hier ist eins meiner Lieblingsbilder. Aber ganz toll finde ich zum Beispiel auch das. Erinnert so ein bisschen an zu Hause, vielleicht der ein oder andere jetzt hier. Aber ja, so wie es muss sein. Ne? Ruhrgebiet hier schön. Ja. Im Hafen, wie ich ihn liebe und auch kenne. Ja, das war einfach. Das war noch schön. Oh, guck mal hier. Herrlich. Warte mal, herrlich. Boah. Ist ein Traum, oder? Boah, Seifenkiste, denn auf dem Stümpenberg. War das überhaupt am Stümpenberg? War das da in Bissingheim, oder? Wo war das? Das war an der Monning da in der Nähe. Ja, ja, okay. Say no more, say no more. Nee, warte mal. Ehrlich. Mühlheim. Ehrlich. Ja. Jürgen, erzähl mal, wann hast du wo die Fotos gemacht? Die Fotos sind, wie der Frank schon sagte, so Ende der 60er, Anfang 70er entstanden. Und ich habe damals Anfang der 70er in Köln auch studiert, Fotografie. Und wir sind dann, ein Freund von mir war auch in Köln, und wir sind dann oft auch so durch die Stadt gestreift. Und ich hatte gerade den Frank schon erzählt. Wer ist denn der Frank immer? Ich höre immer Frank, hier ist doch gar keiner. Ach, der gut, der Zepp. dass wir so... ich ab und zu jetzt noch daran fahre, vorbeifahre, an dem Gelände, wo einige der Fotos entstanden sind. Mhm. Das ist in der Nähe von der Kirmes im Weg. Das ist leider jetzt ist abgerissen worden, weil war ja nicht besonders wohnlich, kann man nicht so sagen. Also manche Schauplätze gibt es noch und manche halt nicht mehr. Ja, manche gibt es nicht mehr. Ich bin mal mit dem Auto durch die alten Städten gefahren, so Bruckhausen, die Dieselstraße, sieht jetzt schon auch ein Stück anders aus. Und von daher... sag mal ein bisschen was zu den Texten. Kleine Kommentare aus dem Off immer. Ja, ja, die Texte sind halt quasi zu jedem Bild geschrieben worden, immer individuell. Also ich habe jetzt nicht irgendwie die große alte Schatulle aufgemacht und habe, ja, hier habe ich noch ein Gedicht, das packe ich dazu und das mache ich dazu, sondern habe mir das Foto angeguckt und habe dazu irgendwas gemacht. Mhm. Und manchmal ist es eine Kurzgeschichte geworden, manchmal ist es ein Gedicht geworden, manchmal ist es auch eigentlich ein Song geworden, und den würde ich dann bei Lesungen oder so, würde ich das dann auch singen. Also ich singe ein Buch. Mhm. Ja, also ist halt sehr unterschiedlich, sehr flexibel, aber so ist das Buch ja auch. Von daher. Ich frage nochmal nach, wie soll das präsentieren? Bei Lesungen, Veranstaltungen? Ja. Also grundsätzlich wird gelesen auch, also die Texte werden auch gelesen. Ich werde zwischendurch ein bisschen singen, den einen oder anderen Text von diesen Dingern. Wir gucken, je nachdem, wie die Räumlichkeit es hergibt, wo die Lesung ist, ob wir vielleicht die einzelnen Motive per Beamer oder so an die Wand schmeißen können oder ob wir sowas wie eine Ausstellung machen können. Dann hatten wir uns überlegt, ob wir zu jedem Text dann immer so eine News aus der damaligen Zeit nehmen. Also wir haben halt so eine Sammlung von alten Watz und NRZ und so Artikeln. Mhm. Und dann würden wir halt dazu was zeigen und dann vielleicht aktuell dazu einen Watz-Bericht irgendwie präsentieren oder so. Also so, dass man halt auch so ein bisschen historischen Kontext noch mitbekommt und das einordnen kann. Und der Rest ist natürlich eine Überraschung, ist klar. Mhm. Schlussfrage. Ist das Ruhrgebiet, was ihr hier zeigt? Ist es das, was andere vielleicht auf ihren
glanzvollen Prospekt nicht zeigen wollen? Oder was ist das? Also das Ruhrgebiet gibt es ja nicht, finde ich. Ne? Also es gibt ja für jeden sicherlich irgendwie ein eigenes Ruhrgebiet. Aber ja, ich finde schon, also es hat ganz viel von dem, was ich als Ruhrgebietstypisch bezeichnen würde. Aber es gibt natürlich mit Sicherheit auch wieder einige Leute, die sagen, Nestbeschmutzer, das Ruhrgebiet ist doch total schön und grün. Jetzt ist das aber in Schwarz-Weiß, kann kein Grün rein, obwohl wir hier dieses komische BVB-Gelb genommen haben, aber okay. Also, ja, es ist ein Ausschnitt und der auch durchaus typisch, finde ich, und der auch sehr, sehr bezeichnend und ohne historische Verklärung jetzt, ne? Also, dieser Satz, früher war alles besser, ist ja genauso scheiße, wie er lang ist. Also, nee, früher war nicht alles besser, aber heute ist es das halt auch nicht. Und das zeigt das Buch. Ne? Also da sind halt sehr charmante Geschichten drin, wie zum Beispiel diese Sache mit dem Seifenkistenrennen oder so. Sowas vermisst man ja heute. Heute wird aus allem immer irgendwie Kommerz und teuer und was weiß ich. Also Sachen mit Herz sind da genauso zu sehen wie Verfall und Verderben. Also so wie das Leben halt. Danke.